zu meinem Video. Endlich mal wieder Dampferzeit. Auch in meinem Fall ist mal wieder Eis herum dran. Wie so oft. Ich finde die so geil. Preiswert daher. Immer wieder gerne. Mein Gaudi. Deswegen wollte ich mal wieder einen neuen Geschmackstest, weil lange genug gewartet jetzt. 4 Wochen reifen lassen. 3 Milligramm Nikotin und 70-30 PS drin. Jetzt kann man das Rezept hier aufklappen, weil ich habe immer nur Zahlen aufgeschrieben, da weiß ich immer nicht, was es ist. Deswegen Zettel sei Dank. Die Flasche guck mal, ist nicht hier, weil es immer dieselben Flaschen, daher. Bei unten habe ich auch einen Link drin, das sind die Nummer bezeichnet, daher einfach lesen und dann passt das schon. Aber jetzt mal zum Grundrezept, dass du überhaupt weißt, um was es geht. Das ist einmal Vanille Marshmallow, Artikelnummer 935066, davon habe ich 1% gemischt. Dazu kommt der Kokoskeks, hat Kilonummer mit 2%. Das drittes, letztes, die Kokosnuss, davon habe ich Artikelnummer 935143, davon habe ich 2% mit drin. Zurück auf insgesamt 5%. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie das Zeug so rüberkommt. Es gibt hier wieder Pappe süß, aber mal kicken. Ich liebe Kokos. Ah, Kokos kommt durch. Na ja, klar. Das schmeckt eigentlich nur die Kokosnuss und das war's eigentlich schon. Jetzt wird man direkt mal, ne, gierig. Und auch wieder die Kokosnuss. Mal gucken. Kokosnuss. Die Mischung ist schon mal gut, aber also ja, Kokos schmeckt man. Ja. Mann, kann man schon trinken irgendwie. Gesagt, die Kokosnuss, ja, man schmeckt die. Das oberste im Hintergrund, das wird die Marshmallow sein. Vanille, dezent. Das wird nicht wissen, dass sie drin ist. Da müsst ihr raten, was es ist, was da so im Hintergrund steht. Und das ist dann in dem Fall die Vanille. Der Keks, okay. Wenn man das ein bisschen einbildet, ist der Keks im Hintergrund. Ja, ist ein Marshmallow. Das Marshmallow schmeckt man, leichte Vanille, ja, Kokos, ja. Weil es wird mal gut abgerundet. Der Keks, ja, also, ich hatte durch die Keks und Marshmallow so ein bisschen. Als gemixt, also man schmeckt nicht direkt einen Keks raus, aber irgendwas vielleicht mühteigig oder so. Das wird auch der Keks sein. Den Marshmallow, man schmeckt so im Hintergrund auch so ein der klebrige Teig, wie ich mal so schön sage. Also das, man schmeckt so ein Mühe raus. Und natürlich Pappe süß. So, ist das Pappe süß? Süß ist es. Ich finde, das schmeckt auch nicht so wie eine Chemiebombe, sondern auch wieder natürlich. Also, auch das passt mal wieder wie Arsch auf Eimer. Auch hier glaube ich mal nicht, dass es so ewig hält, weil halt geschmacklich. Mir mundet es ja gut, weil ich die Kokosnuss so liebe. Tolles Deutsch. Klar, es ist schon wieder so gut gelungen.
Ich liebe es. Auch immer wieder, wie ich schon sagte, Volltreffer. Es ist immer wieder so, wer so was Süßes in die Richtung mag, natürlich auch die Kokosnuss mag, ja, das muss ich dazu sagen, einfach probieren. Mit so einer Mischung, also ich sag, ich kann es wirklich nur empfehlen mal wieder. Also, es ist wie gesagt, ich fast wie ich im Video sage, ich weiß nicht, wie das Eis herum machen, aber was sie machen, das können sie ganz gut. Also, faszinierend. Daumen hoch. Einfach nur genial. Ja. Wie gesagt, Volltreffer. Ja, wie gesagt, es ist für 70-30 PS hier 3 Milligramm Nikotin, das ist schon eine gute Mischung. Ich hatte mal 50-50 gehabt, das war dann zu flüssig, deswegen 70-30. War schon bei 80-20 PS, die sind genauso gut. Also, was ich immer wieder sagen kann, 14 Tage ziehen lassen, das hat immer gut bedient. Es gibt noch andere Tipps, die ich auch mal andermal vielleicht mal hochladen. Mal gucken. Ja. Also, wer genug da hat, von den Zeug mal rum experimentieren. Vor denen, die Eis rumlieben, die sind hier mit bei. Verschwindet die Zeit, dass wieder ein paar mehr Leute bestellen. Das tippe ich mal ganz groß. Mal gucken, was alles kommt. Ah, das ist mal wieder ein anderes Thema. Ja, darum sagen, das, was ich gemacht habe, kann gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos. Oder auch, wer Langeweile hat, oder auch Zeit, unten hat er auch einen Link von Matthias, sein Kanal. Einfach mal reinschalten. Der macht hier Lost Places mit mir zusammen. Das ist mal ganz lustig. Auch andere Sachen. Aber einfach mal unten reinkicken. Ja. Auch da könnt ihr mal gerne ein Abo da lassen, wenn Langeweile ist. Ja. Das war mal Werbung in eigener Sache. Ich würde sagen, ich gehe euch mal nicht lange auf den Sack, weil ich will dampfen. Zeug schmeckt gut. Flasche muss leer. Daher, schönen Abend noch. Schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao, ciao. Und. Gut Dampf.